Die umfangreichste Forschung mit Delfinen wurde von der amerikanischen Kriegsmarine unternommen. Der erste Navy-Delfin hieß Tuffy. Er wurde auch als Rettungstaucher eingesetzt. Das war 1965. Früher hatte die Navy hunderte von Delfinen. Viele von ihnen bewachten militärische Anlagen und Atom-U-Boote. Sie machten auch gefährliche Jobs. Diese Archivaufnahmen zeigen, wie ein kleiner Schwertwal einen Torpedo sucht. Es sind dabei einige Delfine im Einsatz gestorben, zum Beispiel in Vietnam und im Golfkrieg. Mittlerweile bezweifelt man auch im Pentagon den Erfolg solcher Delfinkriegsspiele. Doch man kann die Tiere nicht ohne weiteres in die Freiheit entlassen. Daran sind sie nicht gewöhnt. So haben sie es zum Beispiel verlernt, lebenden Fisch zu fangen. Viele Showdelfine werden mittlerweile in Gefangenschaft geboren. In manchen Ländern ist es verboten, freilebende Delfine zu fangen. Aber es geschieht immer noch. Es ist selten gefilmt worden. Delfinfänger lassen sich nicht gerne bei ihrer Arbeit beobachten. Dieses Amateurvideo ist vor einigen Jahren an der Küste Guatemalas entstanden. Es zeigt, wie ein Delfinfänger mit angeheuerten Helfern Delfine jagt, umzingelt und einfängt. Sogar kleine Babys werden gefangen. Unmittelbar nach dem Fang bekommen die Delfine einen Vorgeschmack, wie ihre Zukunft aussehen wird. Sie werden gezwungen, toten Fisch zu fressen. Das wird gekoppelt mit einem Pfiff. Damit die wertvollen Tiere länger als ein paar Monate in ihrem neuen Zuhause überleben, werden sie reichlich mit Medikamenten behandelt. Die Delfine in ihren Schaumstoffkisten haben kein Rückflugticket. Sie werden ihr Revier nie mehr zu Gesicht bekommen. Damit die Haut nicht austrocknet, wird sie mit Fettcreme bestrichen. Delfine sind teuer. Nach vielen Stunden Flug kommen sie wie Handelsware am Zielflughafen an. Dort warten schon gespannt die verschiedenen Käufer, die ihre Bestellung entgegennehmen und verladen. Wenn das Flugzeug mal zu klein ist, muss der Delfin eben ohne Kiste und ungeschützt seine Reise fortsetzen. Die russische Kriegsmarine, hier die Schwarzmeerflotte, hat ebenfalls Delfinkrieger ausgebildet. Ein russischer Offizier führt ein Video aus den USA vor. Es zeigt, wie die Küstenwache einen Delfin sogar aus der Luft einsetzt. Allerdings ist das schon eine Weile her. Wo auch immer die Russen das Video herhaben, sie haben prima von den Amerikanern gelernt. Auch hier möchte man jetzt am liebsten die Delfine loswerden. Die ganzen Anlagen und die Ernährung für die Tiere sind zu teuer geworden. In der ehemaligen UdSSR hat man andere Probleme. Der ehemalige Trainer ist jetzt der zukünftige Befreier. Noch füttert er die Delfine mit totem Fisch. Das größte Problem beim Auswildern besteht darin, dass die Delfine es verlernt haben, lebende Fische zu fangen. Das Umerziehen dauert viele Monate.
Manchmal versucht Mark, die Tiere probeweise freizulassen. Mit Hilfe eines Senders, der auf der Rückenflosse angebracht wird, kann er sie verfolgen. Trotzdem sind kürzlich einige Delfine verschwunden. Keiner weiß, ob sie noch leben. Drei Delfine, die recht abgemagert waren, hat man erst einmal wieder eingefangen. Jetzt hat Mark Angst, sie wieder freizulassen, denn es ist schwer zu sagen, wann sie wirklich für ein Leben in Freiheit vorbereitet sind. Diese Frage kann man, wenn überhaupt, erst in vielen Monaten beantworten. Eins steht fest: Es ist sehr aufwendig, Delfine an die Freiheit zu gewöhnen. Und keiner weiß, ob es überhaupt funktioniert. Die Delfine, die die Freiheit schon mal geschnuppert haben, schwimmen ständig am Tor auf und ab. Dieser Delfin sollte lernen, einen feindlichen Taucher anzugreifen und unschädlich zu machen. Wie ein Unterwasserwachhund. Findet ein Delfin den Tod, bekommt er sogar eine militärische Bestattung. Die Matrosen haben das für uns nachgestellt.